Hallo Leute, Skyrim geht weiter, beziehungsweise Requiem geht weiter. Entschuldigung für die etwas längere Pause, damit ist jetzt Schluss. Jetzt sollte es wieder regelmäßig kommen. Ich stand aber eben die ganze Zeit hier und habe mich gefragt und habe geguckt unter diesen Stein, unter diesem Buch. Ich habe auch in diesem Buch geguckt und habe mich die ganze Zeit gefragt, wo sich Lydia versteckt. Hallo. Du gehörntes Weibsbild. Ja. Wir haben 1600 Gold im Inventar und 3800 Gold in der Kiste. Macht zusammen 5400 Gold. Unsere heutige Aufgabe ist es, auf 6000 Gold zu kommen. Denn wir wollen uns ein Pferd kaufen und dieses Mal habe ich Convenient Horses installiert, damit mir das zweite Pferd nicht auch wegstirbt, denn ganz ehrlich, wenn ein Pferd stirbt, ist das okay, aber wenn zwei Pferde sterben, nervt das ein wenig. Die Axt von Whiterun möchte ich, so komisch das klingt, nicht wirklich verkaufen, denn die ist halt ein einzigartiger Gegenstand, wisst ihr? Spelltome Animate Lockpick Alteration. De facto werde ich das niemals lernen, also verkaufen wir es. Introduction to Scale Armors habe ich aus Gründen hier drin liegen. Ich hatte eine Zeit lang überlegt, ob wir schmieden werden, aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, nein. Und demnach verkaufen wir es. Circle of Strength brauche ich auch nicht. Lightfall Zone Sentinel. Wundert euch übrigens nicht, dass einige dieser Gegenstände als gestohlen gekennzeichnet sind. Das hat keinen Einfluss. Oh, die sind cool. Boah, das sieht so schön aus, aber naja, wir brauchen Geld. Ich gehe mal wieder wie ein Panzer durch die Gegend. Und ich habe vergessen, vor dem Verlassen meines Hauses zu speichern. Ihr müsst jetzt alle ein Stoßgebet gen Himmel schicken. Danke. Ein Stoßgebet. Ein normales hätte nicht gereicht. Ich habe mich gerade vor dem Donner im Spiel erschreckt. Und ich schreie euch zu, als wäre er echt. Das ist irgendwie ein schönes Sounddesign. Ja. Darauf habt ihr 2 Wochen gewartet, dass das weitergeht. Ich würde sagen, wir sehen uns beim Verkäuferlein. So, wir sind bei Ulfbert Warbeer. Und wir können Sachen verkaufen. Ich bin im falschen Menü. Hätte fast gerade... Nee, die Glasaxt werde ich nicht verkaufen. Das Ding wollte ich verkaufen. Steel Axe of Embers. An Introduction to Scale Armors. So, ich habe eigentlich erwartet, dass wir jetzt fast genug Geld haben. Ich hatte aber, glaube ich, genau, ich hatte noch andere Bücher, die kann ich bei... Wie heißt denn der hier? Everything's for sale! Bei dem Typen kann ich verkaufen. Everything's for sale! Ich sag's euch, er wird es wieder sagen, er sagt es immer. Take a good look around, I'm sure everything's for sale, my friend. Everything. I call them treasures. Das ist irgendwie schön. Schön. Amulet of Divine Intervention werde ich nur im Äußersten verkaufen. Im äußersten Fall. Mir ist aufgefallen, ich habe gar nicht so viel Geld mitgenommen. Na, verdammt, wir kriegen es nicht ganz zusammen. Mir fehlen 200 Läpsche. Jolt. Läpsche Jolt. 200 davon. Okay, hier ist mein Vorschlag. Wir machen noch einen Kopfgeldauftrag. Die geben nämlich 500. Und dann werde ich genug Geld haben, um mir Whiterun zu kaufen. Um mir das Pferd zu kaufen. Ich möchte Whiterun kaufen. Ich habe jetzt diese Immobilienmod installiert. Und damit kann man alle Häuser kaufen. Und die stehen dann da rum. Aber die NPCs reagieren darauf nicht. Und niemand kauft sie. Und... Aber das ist ja schon mal was, dass dann da Häuser rumstehen. Ne, die standen auch vorher schon da rum. Mach keinen Scheiß. Okay. Wir legen also wieder das Geld weg. Tut mir leid, dass...
Also ich sehe hier nichts Wertvolles in dieser Truhe. Was könnte ich denn bloß mitnehmen? Irgendwas, was nicht so viel wiegt und trotz... Ja, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Und ich habe halt vergessen, was in meinem... Wir werden übrigens nicht schmieden. Daher kann ich diese Dinge einfach verkaufen. Ich habe übrigens vergessen, was in meinem Inventar liegt wegen der langen Pause. Und deshalb war jetzt dieser kurze Abfuck... ging vonstatten. Aber da wir jetzt genug Zeug haben, werden wir das schnell noch verkaufen. Und dann können wir uns das Pferd leisten. Und mit dem Pferd habe ich dann was ganz Besonderes vor. Also, nein. Mit dem Pferd bin ich dann mobiler und ich habe was ganz Besonderes vor. Lydia hat den Hintereingang genommen. Ich wusste gar nicht, dass es einen Hintereingang gab. Es gibt einen Hintereingang. I can tell you're a discriminating customer. Ja, ich bin ein diskriminierender Kostüm. Mehr. Was? Kostüm mehr. Das sind auch Elfen. Wir haben 6000. 6000 Gold. Wir kaufen uns ein Pferd. Ich habe was ganz Besonderes damit vor. Ich werde mir nämlich ein Artefakt besorgen. Um genau zu sein, werde ich mir Saviors Hide besorgen. Oder auf Deutsch den Harnisch aus des Erretters Haut. Ich glaube, in Skyrim heißt er nur noch Erretters Haut. Das ist nämlich eine verdammt gute, leichte Rüstung. Und hat auch Magieresistenz. Aktuell ist unsere größte Gefahr, abgesehen von Bogenschützen, gegen Magier zu kämpfen und gegen Drachen. Und Magieresistenz hilft uns zumindest gegen die Magier in manchen Fällen. Gegen die Drachen jetzt nicht so, aber auch da werde ich mir in näherer Zeit was einfallen lassen. Irgendwie so ein Amulett mit Feuerresistenz oder Frostresistenz, je nachdem, was für ein Drache das ist. Ist doch alles sowieso egal. Gleich werde ich vom Blitz getroffen und bin tot. Lasst uns nicht so viel drüber nachdenken, was wir tun, sondern besorgen wir uns das Pferd. Wie alt sind deine Pferde? Warum sollte man das fragen? None of them's older than 9. And the youngest is 6. Now the horse I got for sale is 7 years old. But in fine health. She's got a lot of spirit, that one. We've taken to calling her Queen Alfsiger. Alfsiger? Ellie. I expect you can name her anything you like, once she's yours. Ich kann sie nennen, wie ich will. Okay, die Sache ist nämlich... Ach, ich kaufe es erstmal. Suppose so. Got one all settled if you've got the coin. Mhm. You've got a deal. It's the one with the saddle. Ride strong. My horse. Look at my horse. My horse is amazing. Eine Sache, die ich kurz machen muss übrigens. Das ist unglaublich. Mach mal die Effekte leiser. Und die Stimmen lauter. Vielleicht die Musik auch ein bisschen leiser. Denn ansonsten wird der Ton nicht gut. Muss man dazu sagen. Nicht gut. Und mit diesem Horse. Mit diesem Horse. Genau. Mit diesem Pferd ausgerüstet werden wir jetzt nach... In diese Richtung da. Ich reite mal wieder falsch. Falchion. Werden wir jetzt nach... Boah, wie heißt denn das Kaff? Ich bin heute durcheinander. Riverwood, nein. Falkenring. Wir werden nach Falkenring reiten. Und werden uns dort die Anfangsquest für den Harnisch aus des Arathas Haut holen. Und eines muss ich dazu noch sagen. Das ist eine harte Quest. Also gerade in Requiem gehört sie sicherlich nicht zu den leichtesten. Und es kann durchaus sein, dass wir uns vorher noch ein wenig vorbereiten sollten. Und das werden wir dann auch tun. Auf dem Hinweg brauchen wir diese Vorbereitung jetzt erstmal nicht. Aber wenn wir da sind, dann schon. Ich nehme hier übrigens gerade den Backpath. Nein, ich nehme den falschen Weg. Ich reite hier gerade. Wenn man da weiterreiten würde, würde man im Ödstor-Zügelgrab landen. Wusste ich übrigens vorher noch gar nicht, aber diese Passage existiert. Da wollte ich aber nicht durch. Es gibt hier eine kleine Passage, die einem als Abkürzung... ich bin lieb. Die einem als Abkürzung dient, um nach Falkenring zu kommen. Aber ich glaube... Glaube fast, wir sind dafür schon zu weit. Und wir werden... nicht den Falkenring ankommen, sondern den Markat. Wie da halt schon der Bär auf mich wartet. Wie halt der Bär los ist.
Wer seid ihr denn? Ach, das sind die Saufkumpanen. Ja. Der Mann wollte nach Falkenring und er ist kurz davor, nach Markarth zu reiten. Oder? Ja, ich sehe es doch an der Vegetation. Jetzt trickst mich nicht aus. Trickst mich nicht aus. Das hier ist eindeutig die Richtung Markarth. Beziehungsweise Reach. Da wollen wir nicht hin, wir wollen nach Falkenring. Mach, was du willst, Lydia. Mach, was auch immer du willst. Ich habe Convenient Horses noch nicht eingestellt und deshalb hat Lydia kein Pferd und denkt jetzt, sie müsste versuchen, diesen Bären zu zähmen, um auf ihm zu reiten. Sie hat in WoW immer Hunter gespielt. Sie ist auch die Person, die das tun würde. Alles klar. Da hinten ist Whiterun. Hier nach rechts kommt es gleich. Wir waren viel zu weit. Ja, genau so habe ich mir es gedacht. Genau so habe ich mir es vorgestellt. Nein, das war gerade nicht beabsichtigt. Na, Ellie, willst du sterben? Tu es nicht, tu es nicht. Nein! Okay, noch keinen Schaden bekommen. Sie ist nicht unsterblich, wohlgemerkt. Convenient Horses setzt es halt so, dass die Gegner sie nicht angreifen, wenn ich nicht auf ihr sitze. Aber sie ist nicht unsterblich. Also wenn ich jetzt hier irgendwo runterfalle, habe ich ein Problem und ein Pferd weniger. Mein Pferd wird praktisch durch ein Problem ersetzt. Versteht ihr? Nur auf Problemen kann man nicht reiten. So. Also. Krieg wieder ein fettes Grinsen, weil ich das Gefühl habe, was Witziges gesagt zu haben und alle einfach nur so, och nee. Okay. Ich wollte euch eine Abkürzung zeigen und wir sind den längsten Weg geritten, den man sich vorstellen kann. Es gibt auf jeden Fall einen Pass durch die Berge zum Ilinalter See und von da aus kommt man dann natürlich sehr, sehr schnell nach Falkenring. Wir sind jetzt eh in Falkenring. Ich verabschiede mich von den Gebieten immer so, dass ich da was umreite. Es ist anscheinend so. Übrigens haben wir ja auch noch das Kopfgeld in Falkenring. Yay! Hab ich genug Geld dabei? Wie ich halt überall in der Welt Kopfgeld habe und die Leute denken, ich bin voll der Verbrecher und Banditenanführer und ich erzähle ihnen dann, nein, ich habe nur versehentlich in jeder Provinz, in allen 7 Königslanden einen Typen umgerannt. Naja. Fakt ist, wir können die Quest theoretisch auch machen, ohne mit einer Wache in Kontakt zu kommen. Abgesehen davon, dass wir ins Gefängnis müssen. Eigentlich können wir uns direkt einsperren lassen, dann sind wir da. Ja, hier ist der Lake Ilinalta, da gibt es dann einen riesigen Fisch drin. Aber den werden wir uns heute nicht ansehen, denn der tötet uns mit einem Treffer. Und er hat tausende davon. Ich wäre besser auf die andere Seite geritten. Herumirren in Skyrim mit Marcoline geht weiter. Also, nochmal hoffen, dass uns der Fisch nicht gerade erwischt. Da ist ein Angler. Wir kennen diesen Angler. Wir trafen ihn jüngst und er sagte uns, ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Und dann trafen wir ihn nochmal und er sagte das Gleiche. Er kam aus dem Mutterleib damals raus und sagte, ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Mehr kann er einfach nicht sagen. Das ist so eine Krankheit. Krankheit. So eine Krankheit. Hallo, wer seid ihr? Ich glaube, das ist nur irgend so ein schnöseliger Adliger, der von einem Wachmann begleitet wird nach wo auch immer er hin möchte. Die Welt ist groß. Dein Geldbeutel auch. Also reise mit mir.